Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Blitz News des Remscheider Fernsehen TeleDMW vom 21. Oktober 2014. Mein Name ist Michael Westkamp. Eine 21-jährige Seat-Fahrerin war am Montag, dem 20. Oktober 2014, gegen 7 Uhr morgens auf der Radarstraße in Richtung Lennep unterwegs. An der roten Ampel Neuenteich erkannte sie den Rückstau zu spät und fuhr auf dem Peugeot einer 40-jährigen Radevormwalderin auf. Der Peugeot wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Mini einer 28-Jährigen geschoben und dieser auf den Suzuki einer 54-jährigen Frau aus Halver. Die Seat-Fahrerin und der 72-jährige Beifahrer im Mini erlitten leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der FC Remscheid hat letztes Wochenende gespielt. Und zwar am 19. Oktober 2014. Da hatte der FC Remscheid seinen 8. Spieltag. Und er spielte auswärtig gegen den SC Düsseldorf West und hat tierisch verloren. 5:2. Was eine Blamage. Schönen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Blitznews gibt's am Freitag. TeleDMW.